Wir haben einen verdienten Sieg von Werder gesehen. Wir haben es heute nicht verstanden, sowohl in der defensiven Abwehrarbeit kompakt zu spielen, auch offensiv waren die Mannschaftsteile mir viel zu weit auseinander, sodass wir auch nicht zwingend nach vorne spielen konnten. Haben uns darüber hinaus dann auch viele Fehler erlaubt, die es Werder dann immer wieder auch ermöglicht hat, torgefährlich zu werden. Und so braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn du drei Gegentore bekommst, und dann hätten vielleicht auch noch das vierte und fünfte bekommen können. Selber wenig Toraktionen nach vorne. Und dann denke ich, brauchen wir nicht weiter meinen Ausführungen zu lauschen, weil damit ist alles gesagt. Glückwunsch, Viktor. Ich denke, war eine kribbelige Woche, so was man so mitbekommen hat. Aber es zeigt auch, dass Kontinuität und Zusammenstehen dann doch immer hilft in schwierigen Situationen. Danke.